willkommen zurück zu einer neuen Folge The Amazing Spider-Man. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Passt mal auf, ich sammle jetzt hier dieses Comic ein und ich habe 2 von 5. Was ist passiert? Ich habe einen neuen Skin, aber was genau ist passiert? Leider wurde mein Speicher gelöscht, denn ich habe die DLCs installiert. Ich habe mir extra die DLCs besorgt und als ich die DLCs installiert habe, wurde mein kompletter Speicher vom Spiel gelöscht und ich musste alles, wirklich alles nochmal erspielen. Und wir waren ja ungefähr so, keine Ahnung, 3 Stunden in der Story fortgeschritten. Das musste ich eben alles nochmal machen. Das war richtig, richtig ekelhaft. Aber für euch da draußen habe ich es getan. Für euch habe ich es getan. Es würde mich umso mehr freuen, wenn ihr das Ganze mit einer Bewertung unterstützen würdet. Denn, ja, hat meinen ganzen Tagesablauf ruiniert. Weil ich halt einfach mal einen Haufen Spider-Man spielen musste, ohne überhaupt irgendwas davon aufnehmen zu können. Daraus hätte ich einen ganzen Livestream machen können, so viel war das. So, erstmal schön hier ein bisschen wegdappen. Ich liebe dieses Kostüm, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ich weiß es, aber schreibt mal in die Kommentare, aus welchem Spider-Man-Comic dieses Kostüm hier kommt. Mal sehen, ob ihr es wisst. Und ja, wir machen direkt weiter mit der Story. Ab ins Biolabor. Ich muss durch diese Tür und das hier zu Gwen bringen. Ich hoffe, sie ist okay. Ist alles okay? Natürlich. Was glaubst du denn, wer wir sind? Ich höre ziemlich wenig von da drüben. Das wird wieder ekelhaft. Wir müssen erstmal hier hin und die Schützen wegholen. Er hat eine fette Mama, Leute. Er hat eine fette Mama. Komm schon, und wieder weg, wieder weg, wieder weg. Ich muss die unbedingt Stealth wegholen. Denn die Kollegen hier, die sind super krass. Man sieht es ja schon, die hauen so dicke rein. Ein weniger. Undercover. Absolut undercover, ich muss da durch. Ich hab keine andere Wahl. Boah. Nochmal hin. Noch ein bisschen geben. Jetzt schön hier in den Nahkampf gehen. Wenn ich die Schützen weg habe, dann ist es easy. Aber die hauen halt so krass derbe rein. Die Kollegen sind halt so krass stark. Bam! Boah, dieses Kostüm ist der Hammer. Ich habe noch 2 weitere. Durchs DLC. Und wir können Rhino spielen. Wir können Stan Lee spielen. Interessanterweise können wir jetzt auch Stan Lee spielen, was ich ziemlich nice finde. Und wir können sogar die Echse spielen. Also es gibt ein paar coole Modis hier im DLC. Erstmal schön auf die Fresse gegeben. So muss das laufen. Genau so. Das Magazin hier nehme ich mit. Dann machen wir hier mal die Tür auf. Zeit wird knapp. Hey Leute, Spider-Man hier. Ich habe ein Gegenmittel für die Infektion. Alles wird gut. Haltet einfach noch ein bisschen durch. Gott sei Dank. Du weißt nicht, was wir durchmachen mussten. Gwen, wo bist du? Alles wird gut werden, aber ich muss Gwen Stacy finden. Wo ist sie? Weggelaufen. Wir wissen nicht, wohin. Okay, ich komme zu euch. Haltet durch. Ich weiß mehr, wenn ich die Labore erreiche. Dass die mir einfach so vertrauen. Mann! Du hängst aber schön. Das nenne ich Akrobatik. Moment, hier drüben. Alles klar, das Biolabor hier in Oscorp. Mir wird ganz schwindlig. Wo muss ich hin? Oh, das öffnet sich. Oh oh, jede Menge Roboter, oder? Ich meine, wahrscheinlich. Igitt. Das ist ekelhaft. Das ist richtig, richtig ekelhaft. Niemand mag Roboter. Absolut niemand. So, was läuft hier? Muss ich hier hin? Oh, wen haben wir hier drüben? Irgendein super krasser Soldat. Der Chef in dem Laden hier. Alles klar, wir haben die Barrieren deaktiviert. Dafür aber... Ich muss mich um die Schlösser kümmern. Lo,
Los geht's. Das Sicherheitssystem aktiviert. Aber ist gar kein Problem. Die Dinge hier sind ja easy. Ich habe das sogar geupgradet, soweit ich weiß. Und zack, guck mal hier rüber und ich bekomme jede Menge elektronische Teile, die braucht man für Dinge. Wichtige Dinge, die man eben so macht, wenn man elektronische Teile einsammelt. Reiß mal runter. Die alte Fleischmütze hier. Da können wir dann richtig schön lecker upgraden gehen. Okay, was gibt's hier drüben? Wie geht's? Roboter. In diesem Labor so eklig. Wenn das Produkt für die Lieferung bereit ist, wird es hier vorbereitet und verpackt. Wegen der extremen Flüchtigkeit vieler von Oscorps Produkten ist dieser Raum hochsicher und beinahe vollständig automatisiert. Mach mal gar nichts, Roboterfreund. Mach mal gar nichts. So, hier ist Stealth hier weggeholt. So machen das die Profis. Irgendwas habe ich hier noch funkeln gehört. Ah. Eine kleine Comic. Warte mal, muss ich da oben hin? Erstmal hui. Dann zack. Dann kann ich hier hin. Wo geht's da hin? Okay. Es geht irgendwo hier längs. Das ist ein Abenteuer, Freunde. Jede Menge Kram zum Upgraden. Das ist schon mal nett. Das ist schon mal sehr, sehr lieb. Hey, mein ganzer Speicher ist verreckt, aber ich habe einen coolen Skin. Ich bin der Gewinner. Hier sehen Sie, in welchem Maße Oscorp auf die Perfekt. I'm the winner. Die Natur baut. Diese Röhren verlaufen durch das gesamte Treibhaus. Hey, was ist los? Das ist eine Führung, keine Geisterbahn. Genau wie ein biologischer Kreislauf. Okay, eins. Eins versinkt hier gerade im Boden. Eins von diesen Schlössern sein. Noch eins? Alter Junge, noch ein bisschen mehr als eins. Komm, ins Netz der Spinner! Ich mag diese Wachen irgendwie. Übernehmen jetzt die meisten... Ich fasse es nicht. Er war gerade noch da. Ich war gerade noch da. Und dann auf einmal, zack, spinne ich dich ein. Richtig unheimlich, oder? Spider-Man, the Boogeyman. Spinne an der Wand. Er ist der größte Verbrecherjäger im Land. Gehen wir mal hier hin. Ich weiß, dass du das. Oh, warum? Ja, die Maschinen sind deutlich schlauer. Komm, schnell, schnell. Seid ihr die neuen Mitglieder im Spider-Man-Fanclub? Anscheinend. Ich kriege dich. Ich kriege dich. Glaub nicht. Er macht uns platt. Einen nach dem anderen. Ja. Das Phantom. Das Phantom Spider-Man. Okay. Okay. Weil du es bist. Da kommen noch mehr Treffer. Mann gegen Maschine. Naja, Spinnenmann gegen Maschine. So. Okay. Kann man hier nicht auch noch irgendwo eins crashen? Vielleicht da oben? Das müsste doch gehen. Moment, das war das, das wir gecrashed haben. Ich höre doch hier noch irgendwas. Oder? Höre ich da was funkeln in der Ferne? Eine kleine Funkelei? Deine Heldentage sind vorbei. Oh oh, da komme ich gar nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Oh, wie komme ich hier am besten rein? Vorschläge, also hier komme ich durch. Hier. Da muss es da oben irgendeinen Weg geben. Es muss noch irgendwo einen Schacht geben, den ich übersehen habe. Also, ich bin hier so durch. Aber hier gibt es sonst nichts. Dann gehen wir hier nochmal rein. So, wir wuseln uns hier nochmal durch. Vielleicht habe ich irgendeine Abzweigung übersehen. Vielleicht kann man irgendwo... Wenn man schnell und intelligent ist, links abbiegen und sich dann da durchdrücken. Hier ist zu auf der Seite. Ja, aber von hier bin ich ja gekommen. Oder auch nicht. Okay, hier ist noch eins. Habe ich das übersehen? Ach, egal. Weg ist weg. Kommst du her, du. Gehst du ran, du. So.
Da oben sehe ich noch so ein Köfferchen zum Mitnehmen. Diese Schlösser müssen doch bald erledigt sein. Ja, geh doch einfach dahin, Spider-Man. Mach's uns allen doch nicht so schwer. Danke. Also, jetzt habe ich die Seite hier zerstört und die Seite hier. Ach, hier oben ist ja noch was. Das habe ich gehört. Okay. Aber die andere Seite ist immer noch gesperrt. Gehen wir mal hier hin. Ah, jetzt ist der Schutz weg. Ich verstehe. Alles klar. Okidoki. Jetzt komme ich hier hin. Dann Spider-Man. Wow, 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 wow. Ich brauche das da. Komm schon. Nice. Nice Adapt. Immer schön bumpen. Spider-Man, immer schön bumpen. Wonderful bumping. Boom. Schakalaka. Das Treffen der Hämatome. Das Treffen der Hämatome? Passend. Und jetzt noch den grünen Dicken weggeholt. Hoffen wir, dass das nächste Schloss das letzte ist. Na also, wir machen doch enorme Fortschritte. Jetzt kriechen wir hier wieder rein. Quetschen uns da durch. Immer schön pressen. So eine eingeölte Spinne hat ihre Vorteile. Dann haben wir endlich diese extrem anstrengende Aufgabe hinter uns. Ich habe aber auch einen ganz schön durchtrainierten Arsch, oder? Wenn Sie hier entlang gehen, so. Und so. Aus sicherer Distanz. Das Labor wird mit Energie aus Oscorps Treibhaus betrieben, dem weltweit einzigen seiner Art. Danke für die Tour, sehr erhellend. Mal sehen, was dieser Park noch an Attraktionen zu bieten hat. Runter in die unteren Ebenen. Oh Gott, noch mehr Konsolen. Noch viel, viel mehr Konsolen. Ich glaube, die sollte ich wegräumen. Was ist, wenn ich da hingehe? Let's do this! Und raus. Oh, die scannen die Gegend, oder? Das Spiel zu beenden. Für immer. Für immer. Komm schon, ich will den da. Okay, du willst im Dunkeln kämpfen? Gib mir den Tarnmove. Bot weggeholt, nice. Ich will den Bot. No! Lass die Spinne in Ruhe. Ich weiß, dass du da bist. Ich bin nur eine niedliche kleine Spinne. So, und jetzt seid ihr geliefert, weil euer fucking Roboter am Arsch ist. Ohne Robo seid ihr einfach nichts wert. Sorry. Ist leider so. Artenkreuzung entdeckt. Dekonstruktionsvorgang abgeleitet. Das kann ich gerade gar nicht brauchen. Oh, ekelhaft. Der Boden steht unter Strom. Komm schon. Hochgehen, Spider-Man. Ey, die haben aber hier echt... The Cube. The Hypercube. Die sparen hier keine Kosten und Mühen. Die Einrichtung hier spinnensicher zu machen. Und Abflug! Für die Fahrt will ich mein Geld zurück. Meinst du, dass Spider-Man hier vorbeikommt? Hier sind immerhin ziemlich viele von uns. Weiß nicht, solange ich dafür bezahlt werde, ist das egal. Und jetzt Klappe, oder der Boss... Ihr seid schon ein bisschen doof, oder? Ja, die sind ein bisschen doof. Irgendwie haben wir es absolut nicht mitbekommen, dass ich die gerade hier zerlege.
Ich meine, wir machen da diesen dicken MG-Heini platt. Und die checken das nicht. Die haben das absolut nicht gecheckt. What? It's a trap. It's a fucking trap. Ich muss da durch. Oh oh. Oi. Ihr seid meine neuen Freunde, ha? Mach ich einfach den hier. Pause. Bleib liegen, entspann dich. Ich sagte, bleib liegen. So easy. So verdammt easy für Spider-Boy. Ups. Wow, was mache ich denn hier? Das war ja ein Megaschwinger. Alter, einfach mal komplett durchgeschwungen. Wow, das sind viele Jungs. Bitte nicht auf einmal. Jeder bekommt, was er verdient. Jeder bekommt es, keine Sorge. Boah, Spider-Man! Zack! Gebash, Bruder! Nicht in den Lasern, nicht in den fucking Lasern. Don't touch the lasers. Oh, das sind Kanonen! Ja, sag mir das doch! Hochsicherheit vom Feinsten! Noch mehr Kanonen oder... Oder geht's so? Kann man so machen. Erstmal hier hin. Also ich bin hier runter und ich glaube, ich muss da drüben hin. Na dann auf. Einmal. Und Nummer zwei. What? Was können die denn hier für krasse Kanonen abfeuern? Unmöglich, wo ist er hin? Wo ist Spider-Man hin? Es ist so verwirrend. Ja, also. Aber es fehlt noch einer. Es fehlt noch einer, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Herr Oscorp. What the? Ich muss erstmal. Oh, das sind einfach zu viele. Einfach viel zu viele Dudes. Boah, es nimmt kein Ende, oder? Ich meine, es nimmt irgendwie absolut kein verdammtes Ende. Habe ich ihn? Könnte sein. Nice. Wow. Guck mal, das sind normale fucking Soldaten. Und die können mir hier so einschenken. Wie kann das sein? Okay, den hab ich. Yes, einfach entschieldet. Weg mit dem Shieldy. Dann schön auf die Fresse geben. Okay, Problem gelöst. Das ist eine Anlage, Freunde. Die muss man erstmal knacken. So, wie bin ich reingekommen? Hier. Hier bin ich reingekommen. Jetzt haben wir hier drüben noch irgendein super Sicherheitsgedöns. Erstmal hier wichtiges Comic-Heft. Oh nein, noch mehr Laser, noch mehr Kanonen, noch mehr alles. Ihr verwöhnt mich, Jungs. Ihr verwöhnt mich. Ihr wisst, was eine Spinne sehen will. Die Dinger sind scheiße gefährlich, deswegen immer wegholen.
Oh, Schablago. Alright. Und weg, 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 weg. Spider-Man weg. Und ran. Gut gemacht. Good boy. Ich glaube, da muss ich durch. Da, wo Kanonen sind. Da bin ich richtig. Und runter damit. Als nächstes hier so hinspitten. Kann ich hier hin? Moment, noch ein bisschen Speedy. Oh oh. Was passiert jetzt? Okay. Komm schon, mach es lahm. Alter, dass ich hier nicht... Ach, ich gehe jetzt einfach hier durch. Leck mich doch. Leck mich doch am Arsch. Warum? Warum mache ich die ganze Scheiße überhaupt? Es passiert doch eh nichts. Ich habe eh schon das ganze Personal ausgerottet. Alles getötet, was hier ist. Ja, Spider-Man tötet. In meiner Welt tötet Spider-Man. What the... Warum ist jetzt aber die Tür zu? Wie kriege ich die wieder auf? Ah, wahrscheinlich muss ich jetzt wieder an die Konsole. Na, es passiert doch was. Es passiert doch was. Es ist lame, aber es passiert was. So, jetzt kann ich hier nochmal hin. Dann noch einmal durchjumpen. Alles klar, die Tür ist offen. Hier hin. Hier hin. Das ist doof, weil ich hier irgendwie keinen... Na, na, oh Gott! Ich komm... Dreck! Ich komm da oben nicht hin, er hat keinen Punkt, wo er sich hinstellen kann. Und er kann ja aus irgendeinem Grund nicht durchspringen, weil er... Was weiß ich, was sein Problem ist, weil er ein Mädchen ist. Guck mal, hier macht er... Oh! Jetzt ist es... Ja, jetzt ist der Wurm dran. Jetzt ist der Wurm dran. Hier hat er eben gerade noch so schön anvisiert. Und so schön gejumpt. So, spring da oben drauf. Genau. Kann ich nicht irgendwie cool hier so... Okay, wir gehen mal hier hin. Hier habe ich eine gute Sicht. So, jetzt mache ich das Ding hier langsam. Und jetzt geh einfach durch. Dankeschön. Das war doch gar nicht so schwierig. Wow. Was haben die denn jetzt alles? Kanonen und Elektrokäfig? Richtig dirty. Abflug. Komm schon. Und weg. Und hier drüben hin. Okay. Wo ist das letzte? Hier. Yes! Spider-Man, schnell! Wir halten nicht mehr lange durch! Ich komme! Geben Sie nicht auf! Ich hol Sie da raus! Kontaminationsstufe 98%. Auslöschung steht bevor. Genug geredet. Zeit zu handeln. Dann handeln wir doch. Oh, beide Seiten sind ekelhaft. Okay. Okay. Dein Verstand spielt absolut verrückt. Hoffentlich habt ihr eine gute Kraft. Boah, wie gut die mich sehen. Okay, erstmal hier. Das gibt es nicht! Das gibt es doch nicht! Wie viele sind denn hier in jeder Ecke? Da wird mir einfach alles entgegengeworfen.
muss mich da durchtanzen. Ich muss mich da durchtanzen. Hab ein Teenage Choice Award. Nicht umsonst. Ich mach den Zac Efron. Zack. Yes. Okay. Als nächstes die hier. Oh nein, die haben sogar ein Geschütz noch. Wir haben einfach alles hier. Oh, ich hole mir das Geschütz besser. Und jetzt zack. Und jetzt irgendwo da hinten hin. Bevor du verreckst. Haben wir wirklich alles. Ja, ich war gerade noch da. Genau da. Komm schon. Oh, hochkonzentriert. Bereit zum Aufgeben? Okay. Und jetzt bitte hierhin. Komm schon. Für den Quatsch habe ich keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ja. Nee. In Deckung. Ich kümmere mich um die Blechdosen. Gibt's hier keinen Entkommen? Nein, hier gibt's kein Entkommen. Oh, das wird nochmal richtig mies. Flip, 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 flippity flip. Flip, 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 flip. Ich mach dich fertig. Ein paar von denen bin ich schon los. Vorsicht. Nice. Nächster. Next one, please. Einer nach dem anderen. Alle kommen dran. Alle kriegen auf die Fresse. Versprochen. Sag mal, rücken die neue hinterher? Klar rücken die neue hinterher. Das ist aber richtig dreist. Muss das sein? Das reicht jetzt. Ja, und den nächsten hier. Wow. Nein. Oh komm schon. Gott, ich muss unbedingt viel flippen. Das reicht. Yes. Bist du der Letzte? Mach ihn fertig, Spider-Man. Dieses Mal funktioniert es. Es muss einfach. Hoffen wir es. Ach, das sticht. Wie hast du das gemacht? Es funktioniert. Das ist echt gut. Okay, alle für die Impfung aufstellen. Dieser Roboter. Gwen muss ihn geschickt haben. Das heißt, sie lebt. Mit Sicherheit lebt sie noch. Ah, dieses Gegenmittel. Oh, ist echt guter Scheiß, ne? Moment, wie hängt das hier in der Luft? Hä? Ah, okay. Ich dachte schon, jetzt schweben hier sogar schon die Gegenstände. Ich will dahin. Spider-Man. 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 Wow. Das dauert eine Weile, hier wieder rauszukommen, ha? Huh? Moment, dann einmal hier. Und hier. Doodaloo, Spider-Man. Vorsicht, frisch gewischt. Es ist gut.
Ich bin jetzt da, mit dem Gegenmittel. Es funktioniert. Gwen? Gwen? Nein. Nein, tu das nicht. Du bist sicher. Ich habe doch alles getan, dich zu retten. Du musst für mich durchhalten. Gwen! Gwen, du musst für mich kämpfen. Du musst kämpfen! Gwen! Du weißt, dass du die eine warst. Seit ich dich zum ersten Mal sah, du hast alles so einfach aussehen lassen. Ich wollte einfach nur bei dir sein. Auch als ich versprochen habe, es nicht zu tun. Ich wollte dich einfach lieben. Ohne dich bin ich nichts, Gwen. Peter Parker. Das ist das Schmalzigste, was ich je gehört habe. Gwen! Du bist... am Leben. Und es geht mir viel besser. Das Gegenmittel wirkt. Und ob. Peter, ist alles okay? Ob du okay bist, ist wichtiger. Es wird schon besser. Gut. Ist eigentlich jeder Tag bei Oscorp so? Ich kann nicht glauben, dass du diesen Roboter umprogrammieren konntest. Die neuen Modelle haben dich trotzdem angegriffen. Sie laufen sicher mit einem anderen Protokoll. Das geht vermutlich auf die Kappe von Smythe. Er hatte genug Roboter, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Hat jemand die Situation wirklich unter Kontrolle? Wo ist Smythe jetzt? Er ist weg, seit er den S02 geschickt hat. Der Schlangenroboter, der dich töten sollte. Oscorp bewertet seine Leistungen wohl neu. Glaubst du, wir könnten uns in das Computersystem hacken und die restlichen Roboter abschalten? Alistair Smythe hat die Codes selbst erstellt. Unwahrscheinlich. Warum bin ich nicht überrascht? Gut, ruh dich aus. Wir verschwinden bald von hier. Kleine Warnung, Gwen. Drinnen mit dem Netz zu schwingen ist was anderes als draußen. Also halt dich fest, dann sind wir bald bei mir. Peter, mir geht's gut. Gwen, du warst fast tot. Du brauchst... Wir haben keine Zeit. Wir müssen erst einiges in Ordnung bringen. Du meinst zwischen uns? Nein, Pete. Du hast genug zu tun. Und es weiß immer noch niemand, was hier wirklich passiert ist. Alle glauben, du bist der Böse. Wie oft werden wir uns wohl noch trennen? Ich kenne bei der Polizei ein paar Freunde meines Vaters. Sie werden mir zuhören. Versprich mir nur eins. Wenn du dich... Pete, es geht mir gut. Dank dir. Jetzt geh. Ich muss zurück nach Hause und Connors die gute Nachricht bringen. Eine kurze Dusche würde auch nicht schaden. Ja, und genau das machen wir in der nächsten Folge. Bewerten nicht vergessen. Sieht es besonders groß aus, aber es hat eine Art Stachel am Schwanz. Alright. Bewerten nicht vergessen, beim nächsten Mal wieder reinzappen und tschüss!